Hallo, ihr Shih Tzus. Ich glaube nicht, dass ihr krank seid. Es ist ein Menschenexperiment namens MK Ultra. Es ist einfach Folter und totale Überwachung der Gedanke. Google Target Individuals. Danke. Peace. Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und ich habe schon lange kein Video gemacht. Und jetzt kommt wieder ein Video. Ich habe mein schlaues Buch zur Vorbereitung genommen. Das werde ich benutzen, weil ich will das ein bisschen organisierter durchgehen. Auf jeden Fall dieses Kommentar von der Ilana Star, ja, Namen durchaus piepsen, vielleicht auch nicht, ist eigentlich scheißegal. Ist schon lange her, dass ich ein Video gemacht habe, darum seit ich hatte mir, ich versuche wieder in den Flow zu kommen. Außerdem, für die, die es wissen wollen, ich höre klassische Musik daneben und das tut ein bisschen meinen Flow regulieren. Okay, liebe Leute. Also, was ist ein Target Individual? Auf Deutsch Zielperson. Das sind Leute, die glauben, dass ihre Gedanken kontrolliert und manipuliert werden von Organisationen wie zum Beispiel der CIA. Im Prinzip glauben diese Zielpersonen, dass quasi, naja, zum Beispiel sie gehen irgendwo rum und hören dann Stimmen flüstern und so, über sie halt auf sich betroffen, was natürlich ein Symptom der Schizophrenie ist. Das habe ich nämlich selbst durchgemacht. Das war ziemlich am Anfang von meiner Schizophrenie, wo ich noch nicht mehr gewusst habe, dass ich Schizophrenie bin. Ich habe, glaube ich, gemerkt, dass es nicht stimmt, weil ich diese Optik hatte. Aber ich glaube, ich schweife zu viel vom Thema ab. Kurzer Schnitt. Ah ja, okay. Das haben wir blöd gemacht. Auf jeden Fall, diese Gangstalker, wie sie genannt werden, das sind Agenten. Agenten, ich meine das natürlich, ja, ich glaube, man versteht, wie ich das meine. Das ist nicht real. Auf jeden Fall, die heißen Gangstalker und die wollen eure Gedanken kontrollieren und verfolgen euch und ihre Target Individuals. Es geht darum, quasi das Leben dieser Person zerstören. Ja, weiß nicht warum, einfach, die haben einfach Bock drauf, Leben zu zerstören. Ja, vielleicht gibt es so welche Menschen, aber ich glaube nicht, dass irgendwer neuen Gedanken rumspielt. Wenn er Stimmen in neuen Gedanken hört, geht zum Arzt. Was wieder ein Thema ist von den Target Individuals, von den Zielpersonen. Die meisten Dinge im Internet, naja, ihr kennt das, wenn man in so einer Bubble ist, in so einer Social Media Bubble zum Beispiel, da kriegt ihr immer die gleichen Sachen, also ähnliche Sachen. Und diese Leute, die das ihre Symptome googeln unter Target Individual, die kommen halt auf Seiten. Die kommen quasi auf Seiten, die davon abraten, dass man auf seine Ärzte oder naheliegende Personen hört, weil die Teil dieses Komplotts sind. Und ich glaube, das sagt man so. Und dass die auch gegen einen sind und das quasi auch manipulieren. Aber liebe Leute, wenn ihr das glaubt, dann seid ihr zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit schizophren as fuck. Ich darf das sagen, ich bin schizophren, also. Was gibt's noch zu sagen? Ja, diese kranken Personen, die glauben, dass sie Target Individuals sind, also Zielpersonen, werden immer Bestätigung finden, dass sie sind, weil sie im Internet sind. Und da will ich euch kurz was zeigen. Also auf Amazon gibt es Bücher wie dieses, Thriving as a Target Individual. Die sind sogar ziemlich gut bewertet, diese Bücher. Das finde ich ja ganz genial. Target, oh, shish. Warum? Ich will nicht reinlesen. Target Individuals, how to fight FBI. Das ist Leute, die glauben wirklich, dass das. Zum Beispiel, jetzt haben wir den informativ, short informativ, Gangster, but we are general, great, we. Ja, die glauben das halt wirklich. Man muss auch ehrlich sagen, die meisten, die das glauben, oder solche Bücher kaufen, sind wirklich aus den USA. Und wir wissen ja mit diesen Amerikanern, ja, dass nicht alle davon intelligent sind. Okay. Na gut, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr glaubt, ihr seid ein Target Individual oder leidet an einem Projekt namens LK Ultra, wie, ich finde das echt krass, dass es da einfach so Beinhardt meinen Channel postet, der Videos auch für Schizophrene macht
Und ich meine, hallo ihr Schizos, allein wie das anfängt, hallo ihr Schizos, meine, so abwertend irgendwie fast schon. Ich glaube nicht, dass ihr krank seid. Ja, ich glaube, der hat selber ein kleines oder ein bisschen größeres Problem, außer es ist vielleicht so einer, der es zum Spaß schreibt, aber ich habe die Befürchtung, dass das ernst meint mit dem MK-Ultra und Target Individuals. So, liebe Freunde, zum Schluss will ich euch noch sagen, dass ich dieses Kommentar von meiner Seite löschen werde, weil ich das nicht okay finde, dass Leute so welche Kommentare schreiben auf einer Seite, wo psychisch Kranke auch zuschauen und die dann getriggert werden durch sowas. Finde ich echt nicht gut, auch wenn sie es selber glaubt. Ich finde es nicht richtig. Also, werde ich das Kommentar löschen. Und euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Haut rein, Leute.